bleibt immer gleich. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Fallout 4. Nummer 9. Müsste das sein? Nein, ich kann den Flansch nicht mitnehmen. Wir sind in der Corvega, für alle, die die letzte Episode nicht gesehen haben, und machen uns auf den Weg jetzt nach oben. Seid bereit, eine weitere Stunde mit dabei zu sein und, ja, hoffentlich werden wir nur noch stärker. Denn der Schaden ist abartig, den die machen. Da hinten ist eine Leiter, die nach oben ging, die möchte ich jetzt durch... Ne. Geh erstmal hier wieder durch. Ich habe das Gefühl, irgendwas von Corvega vergessen zu haben. Bevor ich jetzt die Ladezone nach draußen gehe. Und die ist lang. Ich habe doch ein Level-Up. Kann doch Schlösser knacken, kann nicht doch verbessern. Vielleicht ist da was dabei. Also geht es nicht nach unten hier? Hallo. Ich wollte nach unten. Ich sehe dich. Ich kann hier nicht nach unten. Jetzt geht's. Ach, es geht nur, wenn ich hier mit der Maus ganz rechts untere Ecke. Was ist denn das für ein Müll? Das gab's noch nie. Gut. Du kannst Expertenschlösser und alle Schlösser einfacher knacken. Aber es sind keine Meisterschlösser, leider. Ah, das ist jetzt aber blöd. Wie mache ich das? Wollen wir Corvega später? Holen wir uns den Mond später? Ich bin dafür, wir holen uns den Mond später. Wir können ein bisschen mehr... Ne, dafür erfordern wir Level 9. Ist hier irgendwo ein Arzt? Bessere Stimpacks sind das. Will ich auch haben. Nehmen wir mal das. Unser nächstes Level wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ich brauche auf jeden Fall bessere Heilung, weil die Stimpet-Heilung, die ich gesehen habe, die ist nicht gut. Wieso ist denn das eingebrochen, ja? Huch, hier kann man durch. Das war Anything Goes von Cole Porter. Nee, war es nicht. Diamond City Radio und ich. Hm? Ihr wisst schon. Ich bin's. Ah, bist du es? So sieht's aus. Als nächstes kommt ein Lied von Persönlichkeit. Scheiße, der lebt noch. Ich meine, klar, die ist wichtig. Zumindest manchen Leuten. Scheiße! Ich bin verloren. Fuck. Oh shit. Okay. Flambiert. Da ist noch einer. Der Motor. Das ist ein Atommotor, wollte ich sagen. Super, jetzt ist ja auch noch red. Ist gerade eine Atombombe hochgegangen hier. Deswegen fressen wir gerade mal ein bisschen Strahlung. Oh nein, der Eimer. Ich muss den Eimer retten. Sag mal, Cotsworth, da wollte ich gerade hin. Dämliches Stück Müll. Red X ist mein. Ach, hier ist ja echte Strahlung, scheiße. Das war's. Oh, super. Das hört aber nicht mehr auf. Ist ja überhaupt Strahlung dran? Ja, natürlich ist da Strahlung dran, aber nicht viel. Kotz, geh mehr weg.
da 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 da. Also im Moment gibt es extra mehr Folgen wegen Urlaub und so. Deswegen kann ich einfach mal so mehrere Stunden am Stück produzieren. Klick, 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 klick. Ja. Ja. Ja, so wenig sind immer schön, vor allem wenn sie Schrott sind. Wer weiß schon. Die Musik erinnert mich sehr stark an Tim und Struppi. Die fallen wie die Fliegen. Sehen, dass mich einer überrascht hier. Also bisher lief das doch gar nicht mal so schlecht. Die meisten sind gestorben und ich habe überlebt. Hier ist auch ein Atommotor. Muss man doch ein bisschen aufpassen, dass die nicht da drauf schießen. Also ich glaube, hier wurden Autos gebaut, so wie es ausschaut. Gut. So kam jetzt Kuhle hier raus, wo kommt ihr denn her? Nicht abgemacht. Wird das auch noch von Ghoulen heimgesucht hier? Naja, die haben immerhin sich doch gut verschanzt. Cool. Aber man rechnet auch nicht, dass sie von der anderen Seite kommen. Lonnie's Terminal. Terminal? Lexington. Lexington gehört uns. Verflucht ja. Wir haben den Ghoul-Schwarm ausradiert, ohne jemanden zu verlieren. Jared hat uns vorerst in der großen Autofabrik Posten beziehen lassen. Wir sind heute wieder durch die Stadt gezogen. Gristle und ich haben jeweils mit einem Team einige Ghoul-Nachzügler aus einem Apartmentblock getrieben. Habe bereits einen Blick auf ein schönes Apartment ganz oben im Gebäude geworfen. Wollte schon länger eine Wohnung mit Aussicht haben. Ich habe Jared um ein weiteres Geschützturm hier unten gebeten. Er sagte, dass er sich darum kümmern wird. Aber ich weiß nicht, ob er mich nur wegschickt, damit er weiter mit seinen Champs spielen kann. Also Camps. Wir brauchen noch ein Geschütz. Dieser Zugang durch die Rohre nach Lexington war bisher großartig für uns, aber wenn wir ihn nicht richtig verteidigen können, ist das eine Einladung für alle, die rein wollen. Gristle und ich sind die Jungs
uns fast in den Tod gebracht. Ne. Grissel und die Jungs haben uns fast in den Tod gebracht, als sie neulich hier unten gesoffen und dabei alle möglichen Geräusche gemacht haben. Ein paar Ghule wollten die Party nicht verpassen und sind durch die Rohre reingekommen. Zum Glück vertragen die Jungs einiges und konnten trotzdem noch gerade schießen. Habe unser anderes Geschütz immer noch nicht hier runterbekommen. Jared muss endlich seinen Arsch hochkriegen. Er hat viel zu viel Zeit und Kuchenkorken hier dafür verschwendet, um an der Sache mit seiner Hellsicht herumzudockern. Wenn wir eigentlich diesen Ort sichern sollten. Ich werde mit ihm reden. Grissel sagt, dass er nur wütend auf mich wird. Aber ja, man muss ihn zur Vernunft bringen. Okay. Das glaube ich. Dafür gibt es aber etwas. Können wir auch mal eben wieder... irgendwas essen. Deutlich Overheal, glaube ich, mit dabei, aber ein bisschen Leben brauche ich schon. Komm, aber jetzt hier geht's nach draußen. Bin ich nach draußen. Gibt bestimmt hier auf der anderen Seite noch was Interessantes zu sehen, aber ich will nach oben. Oben erwartet uns einiges. Ja, da wird die Strahlung. Was passiert, wenn die Strahlung hoch ist? Ich zeig's mal. Das wird eine Weile dauern. Gibt's noch irgendwie 9, 10, 10 Rad, ja. Das Spiel sagt's nicht. Ich selbst hab's auch mal einfach so rausgefunden. Gibt sicherlich einigen von euch, die interessieren, was passiert, wenn man zu viel Strahlung abkriegt. Ins Wasser springen wäre auch einfach schneller gewesen. Also ihr seht, das dauert bei 10 Rad schon recht lange. Fast schon zu lange. Oh nein, es ist Erscheinung. Also man hat immer mehr weniger Leben. Es zieht als Abzug des Lebensbalkens. Und ja... man hat dann einfach mal keine Lebenspunkte mehr, wenn es 100 erreicht. 100%. Guckt euch das an. Wollen Sie das denn nicht mehr tragen? Ich habe Quickload. Das ist tot. Ich sterbe und Kotzwurf sagt, wollen Sie das nicht mehr tragen? Jetzt hat sich das da unten festgepackt. Hey, Sir. Hey. Hey. Ja, Sir? Hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Auf zum Dach. Nichts hierauf aufs Dach jetzt goden.
Aufs Dach. Wir nach. So, dann wollen wir mal gucken, was oben ist. Da haben wir ja schon einige ausgedüngt. Und wir sind oben. Und es ist dunkel. Das ist potenziell schlecht. Vor allem, wenn man überrascht wird oder so. Boah, schon wieder. Eichhörnchen bissen. Oh, wie gruselig. Ich habe einen Helm gefunden. So ein Mining-Helm. Und jetzt sieht es aus. Geil, ne? Ist das eine geile Taschenlampe? Gut, jetzt wusste ich nicht, dass sie lila ist. Aber schon cool. Ich steck's mal einmal weg, dass man es sehen kann. Da, da, da. So, dann hauen wir uns mal die restlichen Raider vom Leib. Ich bin natürlich auch sehr offen hier. Da war noch eine. Noch einer. Ach ja, den habe ich nicht gesehen. Oder... Die werden von den Lampen hier angeleuchtet. Die Alarm machen. Daher. Ich verwerte alles, was die haben. Dann kriegen wir auch gleich einen schönen Panoramablick. Die kenne ich gar nicht. Na also. Fusionskerne halten dauerhaft 10% länger. Warum mit dem Schiff untergehen, wenn man es reparieren kann? Es gibt so kleine Püppchen, die man sammeln kann. Was für ein positiver Typ, dieser Bing Crosby. Ja, der macht geile Akrobatmucke, der Bing Crosby. Ey, seht ihr das? Da unten leuchtet es extrem hell. Was ist denn da los? Und jetzt für euch aus dem, dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwelen. Was sind da unten? Raider? Diamond City Raider. Ich glaube, es sind Raider. Ob ich die von hier aus erwischen kann? Ich würde es mal bezweifeln. Düdüdüdüb. So. Sehen Sie, Sir, es gibt noch Schönes auf dieser Welt. Ja. Lebt noch. Ich glaube, der fällt
nicht runter? Doch. Autsch. Okay. Da war aber noch einer. Ich erinnere mich. In der letzten Folge waren wir... Wow. Da ist etwas im Busch, Sir. Dachtest, du könntest dich vor mir verstecken? Pech gehabt. Bleib doch mal stehen. So macht man das. Stimmt's, Sir? Mhm. Vom anderen fehlt allerdings jede Spur. Die haben echt nicht mal richtig viel Schaden an mir gemacht. Die haben mich zwar getroffen. Aber gut war die Munition, die sie verwenden, nicht. Scheiße! Haben sie verloren. Der ist hier hochgerannt. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Ja, wo bist denn du? Dachtest wohl, du könntest dich verstecken, was? Was machst denn du denn da hinten? Was ist denn da los? Da war ich doch gerade. Oh, so ein Umstand, ey. Ja, kurz darauf erledigst du das. Der ist da unten durch die Tür gegangen. Wahrscheinlich durch die Mitteltür. Ist dann oben rausgekommen. Alter, was für ein Dreckwasser. Ist dann oben rausgekommen. Und dann hier hochgelaufen. Allerdings über den falschen Weg. Wahrscheinlich, weil er den einen Weg nicht gefunden hat. Da ist auch noch so ein Kontrollposten gewesen. Wo ist denn der hin? Wie kommt man da hin? Das ist eher die Frage. Ah ja, hier vielleicht. Nope, aber ich kann hier hochspringen. Eigentlich sollte man hier hochspringen dürfen. Ach gut, ich nehme den Weg für Noobs. Ich hab's verstanden. Man darf keine Abkürzung nehmen. Die Parasiten sagen nein. Ich glaube, dann sind Gunner. Ne, doch nicht. Da hinten irgendwo. Allerdings. Gunner verstecken sich manchmal auch so auf Hochbrücken. Manchmal auch Raider. So. Oh, Terminal. Scheinwerfersteuerung. Licht einschalten. Ist eh egal. Hier hätten die wahrscheinlich selbst Licht angemacht. So, dann wollen wir mal gucken. Für ein Hin und Her hier. Ha? Wie ha? Hat er einen Gegner gesehen, den ich nicht gesehen habe? Kann natürlich auch sein. Aber meistens ist es, wenn Gegner in der Nähe sind, dann machen die sich sogar bemerkbar, indem die irgendwas sagen, so wie, hä? Was ist los? Solche Dinge. So, den habe ich jetzt kurz erwischt. Aus der Entfernung. Der hat sich schön mit dem Rücken zur Wand, zur Glasfassade gestellt und dann direkt der Durchschuss. So, hier ist mal wieder Einkaufszeit für mich. Einfach alles einsammeln.
Nach Corvega werde ich Sturges ansprechen. Ich werde auch eine Schnellreise machen. Hier gibt es natürlich keine Wegschreine und solche Sachen, aber ich werde dann das so machen, dass ich sage... Nein, Abbruch. Dass ich sage... Oh, Jesus, Maria und Josef. Dass ich sage... So. Und jetzt schnell zum Ort reisen, weil das spart Zeit. Und so würde ich auch immer agieren. Sollen wir dann beim Schnellreisen in einen Hinterhalt kommen, das kann auch passieren, haben wir Pech gehabt. Was sagen unsere Daten eigentlich? Tötet die Raider in Corvega... Sind wir noch nicht fertig? Lebt da noch einer? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch jemand leben soll. Ich hab doch alle erwischt. Oh, da ist einer durchgekommen. Kann natürlich sein. Feuerunterstützung. Begonnen. Ja, das ist eine Quest, die eine ganze Questreihe startet, die bis zum Ende durchgeht. Die hören wir uns später an. Die Quest kann ruhig da sein, das ist okay. Das stört nicht. Wir können das mal andere Dinge machen in Ruhe. Die Quest kommt ganz... Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Echt jetzt? Wirklich? Das ist aber nett, danke. Geil, das zwickt mich jetzt den ganzen Weg wieder hin. Nee, also es... Die stört nicht, die Quest. Das können wir... Assembly Plant. Okay. Gerade eben hieß das doch anders, oder? Da. Ich habe XCOM-Blatt vor mir und da ist das Delta-Team drauf. Das schlechteste Team überhaupt. Vor allem redet da eine Französisch und das ist immer toll. Das klingt wie... Keine Ahnung. Da ist noch eine 31. Also da lebt noch jemand. Einer. Einer lebt noch. Irgendwo ganz oben. Wie soll ich ihn denn jetzt hoch? Ich kann doch nicht weiter hoch. Der Fahrstuhl. Geh mal in Deckung, wenn du willst, aber lass mich aus der Sache. Hier gibt's noch hoch. Hier gibt's vor allen Dingen noch Zeug. Ein Ofenhandschuh. Meins. Hm? Ah, Bierflaschen. Haufenweise Müll. Leere Milchflasche. Alles meins. Alles kommt in meine Tasche. Auch die Zigaretten und die leeren Flaschen. Ich glaube, ich habe gerade förmlich meinen Kopf in den Eimer gesteckt, um an die leeren Dosen zu kommen. Oh ja, hier sind wir richtig. Ja, die haben in den Fahrstuhl kommen. Es gibt hier etwas, was man machen kann. Das wird sehr lustig. Wenn ich da ankomme. Also. Geh doch. Standard Protector und Steuerung Interface V2 Blip. Diese Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektoren-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Eine Einheit ist verbunden. Aktivieren wir doch. Beziehungsweise machen wir erstmal Persönlichkeitsmodus.
Rechtsvollzug. Es sind Roboter. Und was passiert, wenn ich die Roboter aktiviere und der jetzt auf einmal auf Raider trifft, die gegen den sind? Einheit wird gestartet. Ich mach mir mal ein bisschen. Das sind Motoren, die können alle hochgehen. Sprach schon davon, ne? Ich sag, die können alle hochgehen und dann. Wuff. Oh, das war schon. Nee. Der Boss ist tot. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Echt jetzt? Hat er gerade von Zins gesprochen? Was sind Zins? Können wir noch so. Da ist noch einer. So viel zu dem Thema. Mistding. Er hätte mich gar nicht angreifen dürfen. Ja, Zeug. Gut, Stimpaks 34, das ist gut. Dann können wir mal eine ausgeben. So, wir sind jetzt fertig. Die Quest ist beendet. Wir können also nach Hause. Aber wir müssen ja noch irgendwas suchen, ja. Es ist ein Dungeon. Und was kriegt man in einem Dungeon? Belohnung, Beute, Loot. Das gibt's auch hier. Das zeige ich gleich. Da dürfen wir nämlich gleich drauf kommen. Wieso kommt hier denn auf einmal? Ja, möchte ich. War es viel oder was? Das war jedenfalls nicht der Boss. Das ist der Boss, Jared. Er hat Patronen dabei. Er hat den Safe-Schlüssel. Und hoffenweise Zeug. Und hat sich angemalt wie ein Affe. Das ist die Belohnung. Es gibt Kronkorken, dann gibt es noch so ein Chesspiece und ja. Zeug, wenn man so will. Sag mal. Beweg mich und der blockiert mir voll den Rückwärtsgang. Verdammt nochmal, ja. Du hast eine Ausgabe von Grognak der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Gristle entweder die letzten Ghule erledigt haben oder gerade jemand als Mahlzeit dienen. Aber Langston ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Überfragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Jet geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Geräte los. Eine Vision nach der anderen. Und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töteten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert.
Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Subjekte. Es sind nicht die Camps. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Die Experimente gehen weiter. Immer noch kein Erfolg, aber das Gerücht über kostenlose Camps hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung vor Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis Psycho neue Visionen bei ihr. Dies ist hier. Grisse sagt, dass eine Karawane in der Richtung gezogen ist. In diese. So ein Scherzkeks mit Cowboyhut und Lasermuskete. Zwei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie ist. Ich habe Grisse losgeschickt, damit er sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich. Schließlich hat sie das alles kommen sehen. Scheinwerfersteuerung aus. Ist sowieso nichts mehr da, denke ich. Domsteuerung. Ja, deaktivieren. Falls noch was da ist. So. Gut. Scheinwerfer hätte ich gerne noch anfassen, dass doch noch einer durchgeht. Aber ich glaube, da ist niemand mehr. So, unsere Munition hat sich um einen Großteil verringert. Ist auch nur, weil die alle mit einer anderen Knarre schießen. Keep out. Hey, ein Safe. Ach. Das ist also der Safe-Schlüssel. Nett. Einiges gutes Zeug da drin. Noch eine Golduhr, sehr schön. Dein Besen gehört auch mir. Er hat sich einfach in einen Rollstuhl hier verschanzt hingelegt. Hingesetzt, keine Ahnung. Er ist einfach da geblieben. Oh, hier ist ja nichts. So, hier waren zwei Raider. Nix weiter. Gehen wir raus aus Commonwealth und gehen wir zurück nach Sanctuary. Lexington erkunden wir später komplett nochmal. Je nachdem, wie lange das dauert, bis wir das gemacht haben, was wir machen wollen, kann das unter Umständen sogar sein, dass wir neue Raider sind. Die spawnen neu. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Typen, aber... Solche Dungeons werden gerne mal wieder besetzt. Du. Ah, diese Ladezone. Das Problem ist, das ist die erste Ladezone. Ich habe das Spiel auf einer SSD, ne? Nur mal so nebenbei. Es macht anscheinend keinen Unterschied, ob ich das auf einer SSD habe oder auf einer normalen Platte. Ah, sehr schön, wir sind da. Wir kriegen einen Baseballschläger. Mittlerweile ist es Tag. So. Ach ja, erstmal nach Ten Pines Bluff. Da sollen wir erstmal hin. Interessanterweise haben die Raider hier unten die Siedler da oben, was ich nie verstehe und verstanden habe, offenbar überfallen oder belästigt oder so. Da müssen die einen riesigen großen Umkreis gehabt haben. Ey, cool. Die Händlerin ist hier.
Potato-Pflanzen sind wieder da. Guck mal, hast einer dieser Raider gefunden? Roboter. General Atomics Meisterwerk. Vielen Dank. Ja, ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Gut. Scheint wirklich was zu werden. Falls ihr überhaupt... Das muss wahrscheinlich Preston Bescheid sagen, ne? Ja. Roy Brown hat, also, er hat zwei Lieder über Butcher Pete geschrieben. Hier kommt das zweite. So, ab nach Sanctuary. Von Nuka-Cola, dem beliebtesten amerikanischen Erfrischungsgetränk vor dem Krieg, wurden so viele Flaschen hergestellt, dass man es auch noch heute, 200 Jahre später, noch finden und genießen kann. Finden vor allen Dingen. So, Preston, wo bist du? Der läuft bestimmt da vorne, warum? So, ich bin über den Reifen gelaufen. Gestolpert. Trifft sich eher. Wo läuft denn der lang? Achso, da war mal kurz irgendwo. Ja, ich kann's verstehen. Hey. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Slevap hört sich echt verdächtig an, wie einer, wie irgendwie diese, ja, wie irgendwas von Warcraft. Kommt mir irgendwie mal bekannt vor. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt, nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja, schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen, aber ich glaube, du schon. Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Mr. Garvey hat recht, Sir. Wenn jemand die Leute einen kann, dann sie. Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Kannst du mir erklären, worum es bei den Minutemen geht? Wir sind Bürgersoldaten. Leute aus dem Commonwealth, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu schützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Das war die ursprüngliche Idee dahinter und es ist eine gute Idee. Die Minutemen sind den Bach runtergegangen, weil unsere Anführer vergessen haben, wofür wir stehen sollten. Ich glaube, du kannst die Minutemen wiederbeleben und das ganze Commonwealth einen. Okay, ich mach's.
Sehr gut, Sir. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung für das Commonwealth. Gut. Sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Wenn ich der General bin, wo ist dann meine Armee? Sie steht vor dir, fürchte ich. Aber ich habe es ernst gemeint, als ich dich so genannt habe. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Raider-Probleme bei der Oberlandstation begonnen. Gut. Ein Level-Up haben wir auch. Wäre fast schon für Waffenfreak 1. Das würde uns Zugang zu besserer Waffenausrüstung bringen. Ja, super. Folge zu Ende. Das Deutsche schaffen wir nicht mehr. Tja, gut. Das war Fallout 4. Ich danke fürs Zusehen und bis demnächst. Bye bye.